Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Weil, was schubst du hier alles um? Mama, ihr seid wieder da. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Ja. Oh, danke, Mama. Ein Eisendolch der Feigheit. Passt zu dir. Danke. Bitteschön. Übrigens habe ich geguckt, wie der Fuchs heißt. Der heißt Fix. Ich habe ihn eben gerade einmal kurz umgebracht, hast du gesehen. Deswegen habe ich nochmal die Aufnahme neu gestartet. Aber er heißt Fix. So viel dazu. Gut, wir wollten. Was wollten wir zu Hause? Unsere Sachen ablegen. Wir sind natürlich komplett überladen. Fast hätte ich meine Sachen aus der Truhe mitgenommen. Wir wollen verkaufen. Wir wollen die nicht anziehen, wir wollen die verkaufen. So. Der ist sowieso gestohlen. Der kann mir gestohlen bleiben. So. Ist das so eine gute Idee, die Pfeile wegzulegen? Ich glaube ja nicht. Wir legen mal. Nein, die Pfeile legen wir nicht weg. Pfeile weglegen ist ganz blöd. Ist eine ganz blöde Idee. So, Kanglas Schwert. Das Animus. Hört sich so selten an, ne? Aber ich glaube eher nicht. So, ich probiere heute übrigens etwas Neues aus. Ja, langsam fügt sich alles zusammen, Freunde, denn heute probiere ich mal 60 FPS aus. Und guck, ob man das wirklich im Video merkt. So, Bekleidung wollen wir auch nochmal ablegen, ne? Können wir das eigentlich schon ablegen? Wir können das immer noch nicht ablegen. Eigentlich traurig, ne? Okay, das waren jetzt einzigartige Gegenstände. Scheiße. Holen wir gleich wieder raus. Der Rest kann aber alles weg. Den ganzen Kram brauchen wir nicht. Hä? Questobjekt? Ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Questobjekt war. Oh, Kaiserrobe behalten wir auch. Kochmütze auch. Mystische Handschuhe können wir gar nicht weglegen. Aber das können wir weglegen. So legendär ist das nicht. Ich glaube übrigens, ich habe gerade meine Halskette weggelegt, aber wir werden sehen. Vittorias Ehering. Wer ist Vittoria? Ach, das ist doch die, die geheiratet hat, ne? Ich erinnere mich. Gut, warum? Was habe ich gedrückt? Hä? Wieso habe ich den mitgenommen? So, ich glaube, ich werde meine Halskette nie wiederfinden. Oh, da ist sie doch. Alles gut, Freunde, alles gut. Ich würde doch niemals Fehler machen und dann irgendwas nicht wiederfinden. Ups. So viel zu Fehlern. Da. Sehr gut. Dann möchte ich auf jeden Fall nochmal Ciceros Sachen mitnehmen. Dann müssen wir zu C wie Cicero. Obwohl das gar nicht alphabetisch geordnet ist, ne? Das ist nicht alphabetisch geordnet. Wie gemein. Wieso ist das nicht alphabetisch geordnet? Wieso ordnet man das nicht in Alphabet? Toll, Ciceros Hut. Klasse. Wow. Können wir den anderen Rest zusammenkratzen? Ciceros Stiefel? Gott, das wird ja eine Sucherei hier. Um Himmels Willen. Was haben wir alles drin? Und das ist sowieso legendär. Müssen wir auch mitnehmen. Und irgendwie hat gerade. Oh, cool. Die Musik aufgehört. Da ist sie wieder. Ich glaube, irgendwas stimmt in meinen Soundeinstellungen nicht. Ihr hört bestimmt die Musik, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich sehr. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit irgendwelche Lags haben. Die hatte ich heute auch schon bei YouTube. Ich habe mir heute ein paar Videos reingezogen. Ich werde jetzt nicht sagen, wen. Aber da hatte ich auch schon diese Ausfälle und ich dachte, das wäre bei denen im Video gewesen. Ich hoffe, das taucht nicht in meinem Video auf. Das wäre ein bisschen schlecht. Und ich finde die anderen Cicero-Sachen nicht. Wir werden sie schon wiederfinden. Eines Tages. Mama! Ja, aus dem Weg, Bursche. Mädel. Sorry. Gut, ich glaube, diese Schlieren, die wir ab und zu mal sehen, die kommen von diesen 60 FPS. Auf 30 FPS hatten wir sie nämlich überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich muss wieder auf 30 FPS einstellen, weil. Seht ihr diesen Rand, diesen komischen?
Der entsteht, weil ich wahrscheinlich auf 60 FPS spiele. Naja, sollte ich vielleicht umstellen. Um mal nachprüfen. Cicero-Sachen. War das unsere legendäre Truhe? Nein, das waren unsere Pfeile. Die wir übrigens mitnehmen können. Hier waren unsere legendären Sachen drin. So, ich glaube, uns fehlten... Fehlte uns irgendwas noch? Nee, es gab nur die drei Sachen, glaube ich. Naja. Dann hatten wir noch einen Stab mitgenommen. Und das war's. Gut. Pfeile wollte ich mitnehmen, die hier nicht drin waren, sondern hier. Und zwar die Drachenknochenpfeile. So, perfekt. Und dann können wir auch schon weiterziehen. Ne, Lucia? Die Langweilige. Außer, dass du jetzt ein lila Kleid hast, was sehr hässlich ist. Aber gut. Wir wollen jetzt weiter die Ebene erkunden. Und ich glaube, wir wollten irgendwo hin, ne? Ich bin jetzt schon wieder am nächsten Tag. Okay, Skyrim gibt keine Rückmeldung. Ah, doch. Was ist hier los? Irgendwas Hallo, stimmt Schatz. Nicht. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Ja. Ja, Liebling. Und ich wette, ihr habt einiges an Gold gesammelt. Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Geh einfach weiter, währenddessen wir reden. 4500! Auf Wiedersehen, Jawohl. Mein Schatz. Jawohl. So schön. Gut, wir wollen auf jeden Fall... Wo wollen wir hin? Irgendwo wollte ich hin, ne? Ich kann mich nicht erinnern, wohin. Das sieht gut aus, Freunde. Hügelgrab. Da gehen wir jetzt hin. Ich mag Hügelgräber. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag sie einfach. Und vielleicht bedeutet das... Der laggt beim Laden des Spiels? Egal. Solange es lädt, kann uns das ja nicht stören, ne? Bis hierher nicht weiter. Okay. Ist das aber eine Überraschung? Ich bin doch gegangen! Ich bin doch gegangen! Wenn ihr herkommt, seid ihr tot. Okay. Dann müsst ihr leider sterben, Freunde. Es tut mir echt leid für euch. Okay, ihr seid schwach. Oder zumindest der eine. Wir sind wunderschön. Ihr habt euch eine schlechte Zeit verlaufen. Deine Kollegen haben mich schon angegriffen. Gar nicht nett von dir. Ich warne. Zurück. Was? Okay, okay. Hier ist noch irgendwo ein Dritter, der mich warnt und dass ich zurückgehen soll. Bitte, bitte, bitte. Hey, den waren wir auch noch gar nicht, ne? Dann gehen wir da gleich hin. Erstmal gucken wir hier bei der Farm vorbei. Wir wollen ja auch wirklich alles entdecken, ne? Oder haben wir das schon entdeckt? Kann sein, dass wir es schon entdeckt haben. Ich weiß gar nicht, das sieht so schwarz aus. Als wären wir hier noch nie gewesen. Aber ich glaube, laut Karte waren wir bestimmt da, ne? Nein, waren wir nicht. Ich hätte ein bisschen auf Ausdauer gehen sollen. Ich habe so wenig Ausdauer. Ach, ich wollte den Drachen nochmal neu spawnen lassen, ne? Ah. Frostdistelhof entdeckt. Nett. Das muss sein. Aber hier... Ist hier überhaupt eine Tür? Kommt man in dieses Gebäude rein? Ah. Ist natürlich mitten in der Nacht. Kennen wir ja nicht anders, Freunde. Kennen wir ja nicht anders. Warten wir halt ein paar Minütchen. Das sieht doch gut aus. Okay. Warten wir noch mal ein paar Stunden. Das ist doch ein Bauernhaus. Bauern haben doch bestimmt schon ab 7 Uhr offen. Alter, schlafen die so lange oder was? Jetzt gucken wir einfach mal rein. Vielleicht sind sie einfach nur tot. Und haben vergessen, vorher aufzuschließen. Oder die Diebe, die sie getötet haben, haben einfach wieder zugeschlossen. Hunde, hi. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich mach doch nichts. Außer klauen. Und 237 Gold, und jetzt bin ich wieder weg. Tolle Wachhunde seid ihr. wenn die Härchen nach Hause kommen, dann können sie sich aber freuen. Da ist eine kleine Überraschung. Ich bin schon so ein Arsch, ne?
Eigentlich müsste man sie mich verprügeln dafür, was ich gerade gemacht habe. Aber gut. Halluluhof oder so ähnlich. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Ja, und ohne Hunde ist das verdammt scheiße, ne? Ach nee, du weißt es ja noch gar nicht. Schon wieder? Wieso schließen sie ihre Türen ab? Ich meine, ist ja nicht so, als wenn ich sowieso reingehen würde. Hätten sie es gleich auflassen können. Eine Truhe. Oh ja, noch mehr Gold und Dietriche. Ach, das ist Feuer. Hab komische Geräusche gehört. Hatte schon Angst, dass hier wieder irgendwas ist. Jungentunika? Das sieht aus wie eine Frauentunika, aber gut. Können wir ihr geklaute Puppen geben? Ich weiß es nicht. Können wir gerne testen. Ich glaube, wir konnten ihr keine geklauten Sachen geben. Ich glaube, da war ein Haken. Oh. Hallo, Huhn. Jetzt hat er keine Tiere mehr. Ich mag es, Tiere zu jagen. Es hat irgendwie sowas Animalisches. Aber gehen wir jetzt erstmal zum Hügelgrab, denn, ne? Ich glaube, das haben wir schon seit 100 Jahren aufgedeckt. Da ist auch noch so eine kleine Burg, ne? Ja? Ich höre die ganze Zeit Schritte. Einfach im Kreis drehen und nicht treffen lassen, okay. Er ist zwar fast tot. Alter, ist gut. Der hört doch nicht auf, mich zu schlagen. Der hört einfach nicht auf. Und ich muss immer noch herausfinden, was für ein Sockel das war beim anderen Hügelgrab. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Haben wir Schlieren hier oder haben wir keine? Hatten wir nur im Haus welche? Oder sieht man das hier noch nicht so gut? Ich habe keine Ahnung. Junge Hügelgrab. Gehen wir doch mal rein. Aber die Musik hat sich wieder eingependelt. Das finde ich gut. Huch. What? Was? Lass mich. Was zum? Oh Gott, das Ding verfolgt mich. Was zum Teufel? Was bist du? Wo bist du hin? Willst du mir was zeigen? Ist Team in den Brunnen gefangen, sag ich schon. Ist Team in den Brunnen gefallen? Hat sich ein Bein gebrochen? Ich glaube, das Ding wird mich verraten, wenn ich durch die Gegend schleiche. Da ist ja noch einer. Was ist... Was? Jetzt verfolgen mich schon zwei. Jetzt sind es drei. Was ist denn hier los? Okay, da ist eine Tür. Was ist denn hier? Jetzt lass mich durchsteigen. Hier ist nichts. Was ist denn hier los? Was verfolgen die mich? Ein Rätsel. Und dahinter noch einer. Und hier ein toter Gelehrter. Hör auf, hier rumzuschubsen. Er ist tot. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Notizen zum Hügelgrab. Okay, da gucken wir doch glatt mal rein. Notizen. Da. Okay. Als was für ein seltsamer Ort das Hügelgrab sich doch erwiesen hat. Ich hatte noch nicht sehr viel davon erkundet, als ich auf diesen reich verzierten Raum und das Tor stieß, das mich davon abhielt, tiefer in die Krypta vorzudringen. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Bei diesem Ort überkommt mich die Angst vor dem Reich des Vergessens. In diesem Raum gibt es einige Inschriften. Ich werde versuchen, sie abzuschreiben, damit ich in der Akademie etwas vorzuweisen habe. Alles war, wie es sein soll, in Admora, Land der Wahrheit, Heimatland.
Der Mensch auf dem Thron, so wie es sein soll. Der Walfisch im Meer, so wie es sein soll. Der Adler am Himmel, so wie es sein soll. Die Schlange im Grase, so wie es sein soll. Trauer. Die Meeresgeister raubten Yves Gull, den geliebten Segelbruder aus der Flotte Admoras. Und nichts an Land, im Himmel, auf dem Meer würde je wieder werden, so wie es sein soll. Faszinierend, dieser alten Nord. Was es hier wohl sonst noch für Geheimnisse gibt? Gewiss kann es nicht schaden, noch ein klein wenig weiterzugehen. Und hier gibt es einen Hebel, der sicher das Tor öffnet, das den Durchgang versperrt. Ja, hundertprozentig hat er das Tor geöffnet. Ins Reich des Vergessens. Ich würde sagen, wir denken ja mal kurz nach. Also, wir haben hier zwei Säulen wahrscheinlich, vielleicht sind es auch vier. Und wir haben ein schickes Buch, auf dem kleine Notizen stehen, wie zum Beispiel der Adler am Himmel, so wie es sein soll, die Schlange im Grase, wie es sein soll. Das heißt, Adler wahrscheinlich oben und Schlange unten. Alles war, wie es sein soll in Admora, Land der Wahrheit, Heimatland. Der Walfisch im Meer. Der Walfisch im Meer. Ah, die Schlange im Grase. Der Wal im Wasser. Jetzt wissen wir auch endlich, was das ist. Nach ungefähr 538.000 Folgen. Wissen wir, dass das ein Walfisch ist und kein Delfin. Ich habe immer Delfin gesagt, ich fühle mich irgendwie jetzt ein bisschen blöd. Und natürlich der Adler im Himmel. Und der Mensch auf dem Thron. Okay, der Thron ist einfach nur Zierde. Ab hier könnten Viecher sein. Hier müssen wir aufpassen. Da ist noch so ein Ding. Was ist denn das hier? Es verfolgen mich schon vier oder fünf. Kann sie schon gar nicht mehr zählen. Was ist das für ein Ort? Und überall diese Ständer. Noch einer? Ich bin umzingelt. Nein. Hä? Hä? Achso, da ist ein Gang. Ich wollte gerade sagen, es geht einfach nicht weiter. Okay, sehr verwirrend das Ganze. Vulkanglas, zwei Hände. Kann man gerne mitnehmen, wieso auch nicht. Da ist ein Gang. Was ist damit? Ach so. Da ist eine Truhe versteckt. Okay. Immerhin ein bisschen Gold. Da kann ich euch nicht einsperren. Jetzt sind es nur noch zwei. Wo ist der Rest von euch? Drei. Ist der Rest immer noch hier? Ah, da. Ey, was? Oh mein Gott, ich habe mich zu Tode erschreckt und dann habe ich mich nochmal erschreckt. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Ist die Tür gerade von alleine aufgegangen? Ja, die schubsen hier alles um. Ich habe keine Kralle. Die Korallenklange. Kralle. Die Korallenkralle. Moment mal. Moment mal, ist es etwa Windhelm? Das war Windhelm, ne? In den allerersten Folgen, in den ersten 50 Folgen, haben wir doch diese Tussi getroffen, die uns diese Korallenkralle gegeben hat.
Oh mein Gott. Wir müssen zurück nach Hause. Wir müssen die Kralle holen. Und ich würde sagen, ihr entscheidet, soll ich kurz die Kralle holen, dann hierher wieder zurückkommen und von hier aus weiter aufnehmen, oder soll ich mit euch gemeinsam einmal kurz nach Hause gehen, die Kralle holen und dann wieder herkommen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Einfach cool, die Kleinen. Wie viele wir gesammelt haben, Alter. Okay, jetzt aber wirklich tschüss.